NLP Brainpower, der wöchentliche Podcast der Brain Vitamins. Hola! Hallo! Hola! Chica! Hola! Aus dem Urwald! Aus dem Urwald, ja, das hat der Tennislehrer heute Morgen nachgesagt. Habe ich heute gelernt. Wir sind mitten im Urwald, sagt der Tennislehrer. Ja. Ich vermute, das stimmt nicht. Aber die Touristen hören es gern. Das stimmt. Ja, die Antwort lautet Ferienprospekt. Ja, und jetzt fragen Sie alle, von was? Die neu dazugekommen sind, von was? Ja, was passiert mit einem Lehrer, der unter eine Dampfwalze kommt? Das ist die Antwort. Es gibt einen Ferienprospekt. Ja, passend zum Thema heute. Ja. Programmierungen. Programmierungen aus der Schule. Aus der Schule. Naja, ich frage mich immer wieder, wie ich etwas besser lernen kann. Beim letzten Mal hatten wir das von Google Analytics und wir haben herausgefunden, dass es mir richtig Spaß macht, sobald ich es kann. Ja. Und da ist ja noch der Weg dahin. Und wenn ich da so an die Schule denke, hat mir das Lernen nicht so oft Spaß gemacht. Ja, das kann ich jetzt gar nicht verstehen, weil ich war happy. Du warst happy. Ja. Total. Ja, ich frage mich einfach, wie geht das leichter? Wie motiviere ich mich etwas? Du willst nochmals in die Schule? Nein, also wenn es Spaß machen würde, ja. Auf dem Pausenplatz, Pause, Ferien, das sind die tollen Schulmomente. Schau, das ist doch die Erfahrung, also ich erinnere mich so, erster Schultag, da hatte ich richtig, also da war es noch Spaß, Da habe ich mich gefreut. Ja. Da habe ich mich echt gefreut auf Schule. Mhm. Und da war null schlechte Verknüpfung. Mhm. Also ich denke auch, dass meine Eltern da ihren Teil dazu beigetragen haben, dass ich mich freuen konnte auf die Schule als kleines Kind. Mhm. Und ja, es hat sich dann irgendwie, also die ersten 1 bis 6 Jahre, die waren ganz okay. Also ja, es ist vor allem auch bei mir die Oberstufe. Da hat's geheißen. Da mussten wir auch das Schulhaus wechseln, ab der 7. Klasse, Oberstufenschule. Da hat's auch geheißen, da reicht es dann nicht mehr, Hausaufgaben zu machen. Ja. Da musst du lernen. Lernen, fleißig sein. Ja, fleißig sein. Ja, und wenn es noch nicht so gut geht, dann musst du dich eben noch mehr anstrengen. Ja. Sowas habe ich im Kopf. Ja. So, der Punkt ist folgender. Und ich glaube, das ist ein guter Start für diesen Podcast. Und natürlich die Practitioner wissen das bereits. Und lass mich das so formulieren. Das Wissen ist es nicht. Und darum geht es doch in der Schule. Lernen, Wissen, sammeln fürs Leben. Da könnten wir jetzt längere Debatten führen. Werden wir hier an dieser Stelle nicht tun. Und für was das Schule ausgerichtet ist. Mhm. Könnten wir jetzt nochmals 2, 3 Fragezeichen setzen, um uns die Frage zu stellen, will Schule wirklich intelligente Menschen produzieren? Oder ist Schule vielmehr darauf ausgerichtet, Arbeitskräfte zu trainieren, die das tun, was wir brauchen, nämlich ausführende Personen, fertig. Das werden wir hier nicht diskutieren. Lass uns Folgendes, ich habe mal diesen Satz aufgeschnappt, ich weiß gar nicht genau von wem das war, vielleicht von Brecht oder irgend sowas. Bildung ist das, was bleibt, wenn man das Wissen weglässt. Okay. Dass man es auch anwenden kann sozusagen. Naja, schau, was erinnerst du dich, was du gelernt hast in der Schulzeit an Schulstoff? Da kommt mir spontan in den Sinn, ich soll nicht mit Filzstift ausmalen, sondern mit Farbstift. Was du nicht tun sollst. Ja gut, okay. Solche wichtigen Dinge, genau. Limitierende Glaubenssätze nennen wir es. Und ich, also das Alphabet, das noch einmal eins, vielleicht sowas wie Bruchrechnen und wenn es ganz, ganz hoch kommt, noch so ein bisschen etwas wie Mengenlehre. Ja, und mir kommt da Rechtschreibung vor allem. Die Fehler finden beim Diktat zum Beispiel. Ja.
Und das gehört sich nicht. Ein Text, der exakt nicht der das Fehler ist, drin hat, ist, genau, ist schlecht. Das ist genau die Stelle. Was die meisten Menschen, mit denen ich über Schule spreche, auch mit Lehrern, die in unseren Seminaren sind, die Gespräche, die ich führe, sind, es ist für die Schüler wichtig, wie sie mit Menschen umgehen, also die menschlichen Erfahrungen, die sozialen Kontakte und nicht der Inhalt, sondern die Art und Weise, wie sie den Schulstoff vermittelt gekriegt haben. Ich erinnere mich beispielsweise, wir hatten diesen Austauschlehrer, also nicht Austauschlehrer im eigenen Sinn, irgendwie die Lehrerin war krank, sowas, und dann kam der Lehrer. Und ich meinte, er hieß sowas wie ein Schweizer Kanton, Appenzeller oder so. Ich erinnere mich noch genau. Der hat irgendwie ein Terrarium. Das Territorium ist nicht das Gebiet. Nein, das ist nicht die Vorname von NLP gemeint, sondern das Terrarium. Also quasi nicht das Aquarium, sondern das Terrarium. Das war das für die quasi Tiere, die nicht im Wasser leben. Nicht im Wasser leben oder nicht ausschließlich im Wasser. Und wir haben da Kaulquappen gezüchtet und Frösche herangezüchtet. Mhm. Und das ist mir geblieben. Ich hatte so viel Spaß an diesem Thema, dass ich es sogar zu Hause selber ausprobieren wollte. Ja. Und ich glaube, das ist die wesentliche Schnittstelle, ist, wenn Wissen Lernen bedeuten würde, oder wenn, wir könnten es auf noch einer Ebene höher junken, wenn Wissen Veränderung herbeiführen würde, dann würde kein Raucher da draußen mehr rauchen. Weil sie wissen alle, dass es schädlich ist, dass es nicht gut ist, dass es, einige merken sogar, dass es wirklich schlechte Gefühle macht, dass es dem Körper nicht gut tut. Sie wissen, dass sie sich nicht gut tun. Und sie tun es trotzdem. Das bedeutet, das Wissen hilft für die Veränderung nicht. Ja. Das können wir an dieser Stelle vielleicht einfach mal global festhalten. Bei den Sondern es ist die Erfahrung, die sie machen. Und jetzt kommt eine wichtige Stelle. Das ist nämlich das, was das Schulsystem und die leider, was ich beobachte, auch die meisten Lehrer bis heute nicht verstehen. Die Erfahrung muss nicht immer eine Erfahrung sein, die ich in Form von Handlung mache, sondern wir wissen aus der Neurowissenschaft, dass die Erfahrung im Kopf die neuronale Vernetzungen vorzubereiten extrem hilfreich sind, um Wissen in Form von Erfahrung in einen Kopf zu kriegen, damit der Mensch danach es für den Rest des Lebens behält. Und was gäbe es da für ein Beispiel dazu? Schau, wir sind letztlich im Strategiethema. Das ist genau die Stelle. Wir hatten dieses Beispiel schon öfters, auch immer wieder in den Seminaren. Wir hätten ja die Hoffnung, dass beispielsweise, wenn wir so etwas Simples nehmen wie Rechtschreibung, wir hätten ja eine Hoffnung, dass die Lehrer eine gute Rechtschreibstrategie haben. Ja. Jetzt, das ist mal, ich würde sagen, die meisten Lehrer hätten das. Und wer weiß. Wer weiß. Jetzt, die meisten Lehrer, die eine gute Rechtschreibstrategie haben, wissen nicht, wie die Strategie funktioniert, weil sie es als unbewusste Kompetenz willkürlich irgendwann gelernt haben, gemerkt haben, durch Erfahrung und so weiter. Sie haben eine gute Rechtschreibung und haben dann irgendwie angefangen zu vermitteln, wie Rechtschreiben funktioniert. Sie verstehen allerdings nicht in ihrem eigenen Kopf, was passiert. Wie sie es machen. Weil, schau, die Menschen, die eine gute Rechtschreibstrategie haben, die erzählen mir in den Seminaren immer wieder dasselbe. Sie sehen das Wort in einem typischerweise eher größeren Bild vor ihrem Kopf auf einer inneren Tafel und lesen es da ab. Jetzt lass uns mal überlegen. Wie ist Schule aufgesetzt? Wie hast du das Alphabet gelernt? Ja, ohne dass etwas aufgeschrieben war. Wie hast du das Alphabet gelernt? Das Lied gesungen, A, B, C, D, E, F, G. Das ist das eine Thema.
So, wie haben wir es gelernt? Typischerweise, ich meinte, das sei immer noch so, sagen mir einige Lehrer, über das Lesetor. Ah, das war bei uns ein oranges Heft. Ich weiß sogar noch, wie das ausgesehen hat. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Da hat es ein Tor gehabt mit den verschiedenen Buchstaben, die alphabetisch angeordnet waren. Und zu jedem Buchstaben gab es ein Abbild. Beim A war irgendein Affe, beim B irgendwie, keine Ahnung, Bauernhaus oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Meine Nichte hat das auch. Ja. Ja. So, und was haben wir da gelernt? Wir haben die wichtigsten Buchstaben mal gelernt, einzeln gelernt, haben ein Bild dazu gekriegt, das wäre noch irgendwo vielleicht hilfreich gewesen. Allerdings haben die Kinder gelernt, anhand von auditiv das zu schreiben. Hören. Ich glaube, es ist sogar mittlerweile in der Schule so, wenn ich das recht erinnere, dass sie zuerst lernen phonetisch. Ja. Das heißt, es ist dann, man darf dann die Kinder nicht korrigieren, wenn sie nicht lieber schreiben mit IE und ER, sondern lieber. So wie sie es hören. Genau. Ja, das stimmt. So, ich bin da kein Experte im Sinne von, ich weiß nicht genau, wie es in der Schule läuft. Nur der Fakt ist, dass über das Lesetor lernen, dass die Kinder typischerweise eher auditiv. Und auditiv ist natürlich eine ungünstige Rechtschreibstrategie, weil wenn ich jetzt sowas sage wie nämlich und ich mir das auditiv in meinem Kopf vorsage, dann höre ich, dass da irgendwie 37 H's sind. Ich weiß allerdings nicht, wie viele. Und hat es wirklich ein H? So, jetzt gab es diesen Spruch, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Den musste ich dann für so eine Ausnahme mir lernen. Zu jeder Ausnahme so einen Spruch zu lernen, wäre dann typischerweise eher aufwendig. Und jetzt ist die große Frage, wie korrigiert man das in der Schule? Was war der Tipp, den Menschen, die nicht gut schreiben konnten, Rechtschreibstrategie hatten, was war der Tipp? Also was ich mich erinnere, du musst halt mehr üben, du musst dich mehr anstrengen. Ich erinnere mich, ich musste Diktate machen. Ja. Und halt mehr zu Hause machen. Mehr üben. Mehr üben. Und lesen. Ja, genau. So, das Diktat hat typischerweise für die Rechtschreibung, habe ich nochmals nachgetestet, nicht wirklich funktioniert, weil es wieder über den auditiven Kanal lief. Ich höre was und schreibe es dann auf. So, lesen ist ja letztlich wie denken, auditiv. Und von daher sind wir wieder mitten in diesem Thema drin. Man hätte den Kindern früher, so auch mir, den Tipp gegeben, sie müssen halt mehr lesen und üben. Nur lesen ist wie denken auditiv und somit verbessert sich die Strategie für die Rechtschreibung nicht. Im Gegenteil, ich fördere noch eine Strategie, die typischerweise das Gegenteil bewirkt. Das heißt, sie sind dann immer unsicher, wie es jetzt wirklich geschrieben wird. Weil es auditiv sie es nicht sehen. Schau, die Menschen, die eine schlechte Rechtschreibstrategie haben, das kannst du schon beobachten, wenn du die fragst, wie man ein Wort schreibt und die sich dann ganz leicht mit dem Kopf nach vorne lehnen. Warum lehnen sich die mit dem Kopf ganz leicht nach vorne? Weil das Bild so klein ist. Weil sie es nicht sehen oder vor ihrem inneren Auge. Sie sagen es auch auf, oder? Ja. Habe ich auch schon erlebt. Ja, exakt. Und da sieht man es auch nicht. Was wäre denn die Lösung dafür, das besser zu lernen? Zu verstehen, wie so eine Strategie funktioniert und dann erst die Erfahrung in den Köpfen, gerade bei den Kindern, sehr, sehr einfach, weil man es spielerisch machen kann, über Übungen, die das Gehirn dahin trainieren, dass das Gehirn verknüpft mit Rechtschreibung, sich ein Bild zu merken. So, das heißt, typischerweise müsste man den Kindern erst beibringen, wie die Strategie funktioniert, die Rechtschreibstrategie, und danach erst das Wissen abfüllen. Das wäre der sinnvolle Weg. So, jetzt das, wir sind schon ziemlich intensiv und da könnten wir jetzt wieder zwei Folgen füllen drüber, über Rechtschreibstrategien und Lesestrategien und was, wie, wo und wie man das machen könnte. Wir dürfen einfach zur Kenntnis nehmen, die Ausbilder vermitteln Wissen. Der eine ein bisschen clever, der andere ein bisschen weniger clever. Der eine Lehrer ist spannender, der andere nicht. Ist sicher auch individuell von den Kindern. Was die Lehrer nicht auf dem Schirm haben, sind die Metaprogramme der Kinder. Sie wissen nicht, wie sie die Horde spielerisch so mit einfangen können, dass alle mitkommen.
Mhm. Die nicht so gut mitkommen, die werden typischerweise irgendwann so ein bisschen abgeschoben. Mhm. Lernen wird nur in Form von Wissen vermittelt und wahlweise kriegt man das Wissen irgendwie in die Birne. Mhm. Und wenn nicht... Dann ist Lernschwäche, kommt mir gerade in den Sinn. Oder Sonderschule. Sonderschule, Nachhilfeunterricht, zu Hause mehr Hausaufgaben machen, die Eltern müssen ran und, und. Mhm. So, das heißt, das Wissen an sich ist nicht das, was Lernen bedeutet, ist nicht das, was Veränderung macht, sondern die Erfahrung. Mhm. Und die Erfahrung, und ich wiederhole mich da nochmals, und dann können wir nächste Folge nochmals darüber sprechen, weil das ist schon, ich glaube, ein Thema, wo wir nochmals darüber nachdenken dürfen. Mhm. Was programmieren wir da in die Kinder so rein? Mhm. Und das würde ich für die nächste Folge vorschlagen. Nur nochmals zur Wiederholung. Erst die Erfahrung, und die Erfahrung kann über Neurologie, das heißt, dem Gehirn beizubringen, sich Bilder zu merken in einem gewissen Kontext. Das ist ja das Spannende am NLP. Wir machen, während wir es machen. Mhm. Das heißt, wir nutzen NLP in unseren Seminaren, während wir NLP nutzen. Wir vermitteln NLP durch NLP. Mhm. Das ist die Praxis dann und nicht dieses Lernen. Das ist die Erfahrung, dass die Leute machen. Deshalb sind die Menschen auch immer wieder erstaunt, dass sie in den Seminaren nicht schreiben dürfen. Ja. Und dass das so schnell in den Kopf geht. Und dass sie sich innerhalb von kürzester Zeit, 20, 30, 40 Namen merken, Vornamen, Nachnamen, teilweise sogar noch andere Dinge dazu. Mhm. Und mit Spaß und Leichtigkeit und nicht mit diesem anstrengenden Schullern-State. Ja. Und Lachen ist halt einfach, oder Humor, entspannt. Mhm. Und Entspannung ist für das Lernen das A und O. Ja. Cool. Wollen wir nächste Woche weitermachen in diesem Thema? Weil jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich will zum Strand. Du willst zum Strand? Ja, jetzt sind wir endlich in Mexiko. Jetzt haben wir immer davon gesprochen. Jetzt wird der Podcast von Mexiko aus publiziert. Ja. Von daher. Ab an den Strand. Ab an den Strand, ihr Lieben. Ja. Ja, schreibt uns mal in den sozialen Medien. Was habt ihr so für Erfahrungen mit vielleicht Schule von dir selber und auch vielleicht sowas wie, falls du Kinder hättest. Ja. Was sind die Erfahrungen mit den Kindern in der Schule? Ja. Wie lernen sie? Wo stellst du fest, dass Lernen wirklich funktioniert? Mhm. Und dann machen wir nächste Woche weiter. Ja, cool. Gute Woche! Gute Woche, adios. Adios, amigos. Das war der NLP Brainpower Podcast. Alle Rechte dieser Produktion liegen ausschließlich bei der Brain Vitamins GmbH. Weitere Seminarinformationen finden Sie unter www.brain-vitamins.ch.